Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll B und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt. Und zwar Kingdom Hearts 3. Ja, endlich. Geil, was? Und ja, ich freue mich, wie ich mich noch nie so im Leben gefreut habe. Also 13 Jahre nachdem Kingdom Hearts 2 rauskam, sind vergangen. 13 Jahre, wir, ja, ich will jetzt nichts zu dem Plot sagen, aber ja, das Warten hat endlich ein Ende. Es kamen viele Spiele dazwischen, aber nach 13 Jahren kann ich endlich sagen, ich kann Kingdom Hearts 3 spielen und ich kann es bis heute immer noch nicht fassen. Wir schreiben den 26. Januar. Ich habe das Spiel mir vor Monaten schon vorbestellt und habe es heute im Briefkasten gehabt und jetzt kann ich es. Ich habe es in der Hand. Ich habe die Deluxe Edition, wo auch paar Sachen drin waren, irgendwie so eine Pinnnagel, die man sich irgendwo dran heften kann, oder ein Artbook, was ich auch schon, wo ich schon reingeguckt habe. Normalerweise tue ich mich da ein bisschen zurückhalten, aber bei Kingdom Hearts musste ich halt mal reingucken. Und ja, da waren auch zum Glück keine Spoiler drin, ne? Also da waren jetzt nichts. Okay, da waren, glaube ich, ein paar Gegner, die man im Spiel bekämpft später, wurden da gezeigt. Auf die habe ich jetzt nicht so geachtet, aber oder Schlüsselschwerter waren da auch, glaube ich, abgebildet. Aber das habe ich mir nicht so angeguckt. Sind keine Charaktere oder so vorkommen, von denen ich nicht weiß, ob die vorkommen oder nicht. Und ja, Jojo war auch noch dabei, was, glaube ich, auch irgendwie was mit dem Plot zu tun hat. Aber davon weiß ich nicht viel. Ich habe mir alle Trailer angeguckt von Kingdom Hearts 3, aber ja, so genau geachtet auf das Gameplay oder all das habe ich jetzt absichtlich nicht oder analysiert oder irgendwie sowas, weil ein bisschen Überraschung muss da noch drin sein. Und ja, wie gesagt, der 26.1. ist heute und Kingdom Hearts 3 kommt erst am 29. Januar raus. Was bedeutet, ich werde das Projekt natürlich erst am Dienstag hochladen, also Dienstag, wo das Spiel rauskommt. Und ja, das hält mich aber nicht davon ab, jetzt schon mal aufzunehmen, ne? Also ja, ich weiß, das hält natürlich einige andere YouTuber nicht davon ab, trotzdem 2-3 Tage vielleicht schon vorher Sachen von Kingdom Hearts 3 hochzuladen, was auch ein Grund ist, warum ich das Spiel jetzt schon spielen will, weil ich weiß, ich verbringe eine Menge Zeit auf YouTube. Also ich werde also auf jeden Fall gespoilert, nehme ich mal, wenn ich zu lange irgendwie auf YouTube rumhacke. Und ja, deswegen will ich halt selber sehr schnell, sehr früh spielen, damit ich nicht irgendwie bei dem nächsten YouTuber, den ich abonniert habe, irgendwie sehe, ah, Kingdom Hearts 3, finaler Boss, und dann steht da der Name des finalen Bosses, weil sowas kann ich echt nicht leiden. Und ja, vor allem nicht beim Spiel, auf das ich schon 13 Jahre warte und ich bin voll aufgeregt, ich kann es überhaupt nicht warten. Und ja, ich werde das Spiel jetzt einfach starten. Und ja, man hat schon am Hintergrund gesehen, ich war vollkommen ready. Ich habe da gar nicht angesprochen, weil ich schon so ins Gespräch vertieft war. Also ja, das wird so gut. Weiter als bis zum Titelbildschirm habe ich nicht gespielt. Ich wollte nur mal gucken, ob irgendwie ein Intro oder so kommt, bevor der Titelbildschirm kommt. Kommt anscheinend. Also ich habe das sofort weggedrückt und bin dann zum Titelbildschirm gegangen. Also ja, damit ich das mit aufnehmen kann, meine Reaktion und also was. Und ja, falls irgendwann mal ein Lied abgespielt wird, werde ich wahrscheinlich stumm schalten, weil Copyright und so, da gehe ich lieber ein bisschen auf Vorsicht. Also falls es irgendwann gameplaymäßig still wird, dann wisst ihr, was los ist, ne? Aber sonst gucken wir mal. So, jetzt müsst ihr, ne, Speicherdaten, die wurden auch angelegt, glaube ich, beim letzten Mal, und jetzt müsst ihr in den Intro kommen. Ach ja, und übrigens, falls, ich weiß gar nicht, ob ihr das Intro überhaupt sehen werdet, aber es kann auch sein, dass es geschnitten wird. Und so wie es aussieht, sehen wir so ein bisschen so einen Rückblick über die Kingdom Hearts Serie. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich ein riesiger Kingdom Hearts Fan bin und dass Kingdom Hearts für mich wie der heilige Gral des Videospiel
des Videospielens ist. Also ja, ich habe mich noch nie im Leben so sehr gefreut, ein Spiel zu spielen. Also auch wenn man da von meiner Tonlage nicht erkennt, weil ich so eine trockene Stimme habe oder so, aber ich bin, oh, wir haben Schwitzen, ich bin nervös, ich glaubt ihr einfach nicht. Und ja, ich nehme an, diese Szene kann man ja drin lassen, ne? Also wenn nicht, wenn ich gleich im Titelbildschirm bin, dann wisst ihr, was los ist, dann habe ich halt rausgeschnitten. Also ja, wie gesagt, man sieht hier jetzt, was in der Kingdom Hearts Serie passiert ist. Vorhin wurde Kingdom Hearts Birth by Sleep gezeigt, was 10 Jahre vor Kingdom Hearts spielte. Jetzt sieht man die Events von Kingdom Hearts 1. Jetzt müsste Kingdom Hearts Chain of Memories kommen. Die beiden, die da Schach spielen, sind Meister, also nicht Meister zu dem Zeitpunkt, aber Xehanort und Erakus. Zwei wichtige Charaktere, die hoffentlich auch, also einer wird auf jeden Fall vorkommen, aber ich weiß nicht, wie das Spiel alles irgendwie handhaben wird. Also ob alles so im Spiel erklärt wird oder ob es so wie ein Kingdom Hearts Dream Drop Distance ist, dass man einfach nur so Chroniken nachlesen kann oder so. Also Kingdom Hearts 358 durch 2 Tage. Kingdom Hearts 2. Und dieses Schachspiel soll ja mehr oder weniger foreshadowen, was in Kingdom Hearts 3 passieren wird. Oder was passiert ist in Kingdom Hearts. Also habe ich so gehört, jedenfalls. Ja, Xemnas, darf Xemnas. Also gut, ich werde jetzt einfach so in dieses Projekt hier reingehen. Recoded oder Coded. Das ist das einzige Spiel, was ich nicht gespielt habe von Kingdom Hearts. Von dem, was ich weiß, ist, dass es eigentlich nur wieder Kingdom Hearts 1 ist, mehr oder weniger. Ja, ich will gar nicht auf die Schachfiguren achten, also ich will gar nicht wissen, was passiert. Dream Drop Distance. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt einfach so reden, als wüsste ja jeder Bescheid über das Spiel. Also ich werde jetzt hier mit Informationen und so um mich werfen, also im Sinne von, hat jeder weiß, was ich hier rede. Und ja, ich hoffe, ihr seid damit, das ist für euch okay. So, und hier sehen wir 0.2 Birth by Sleep. Achte ich trotzdem auf die Schachfiguren. Und ja, Kingdom Hearts 3 war mehr oder weniger eine Vorschau auf das, was kommen wird, und ein Rückblick. Also ja, ja, und da ist er, die Legende. Ne, Quatsch, Donald sieht man doch nirgendwo. Ja, weiter als bis hier habe ich nicht gespielt. Also ab jetzt sei es komplett blind bedeutet, falls ich an dem Titel gepackt habe, ich habe das Spiel noch nie gespielt offensichtlich. Und ja, gut, dann gehen wir mal auf Konfiguration erst einmal, weil ich weiß, es geht ein bisschen langsam voran in diesem Let's Play. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Parts sein werden oder überhaupt. Standardmodus. Okay. Also ja, falls ihr irgendwie hier sofort jemanden sehen wollt, ja, hier Gameplay und all sowas, dann, ne, bei mir geht's ein bisschen lahmarschiger hier. Ganz normal abgespielt. Okay, ich weiß nicht, was das alles bedeutet, also mach mal einfach. So, reicht. Kann ich im Spiel noch ändern, ne? Gut, neues Spiel. So, es gibt keinen Kritschen-Modus. Das heißt, meine Wahl, was für ein Schwierigkeitsmodus ich spielen werde,
wurde hier sofort abgenommen. Ich werde Profi spielen, so wie jedes andere Kingdom Hearts auf diesem Let's Play. Übrigens, ich habe jedes Kingdom Hearts auf diesem Kanal Let's Play. Also, falls ihr irgendwie das auch sehen wollt, dann guckt euch auf meinen Kanal um. So, 10 Minuten haben wir jetzt geredet und haben noch nicht das Spiel gespielt. Tut mir sehr leid, aber so läuft das hier auf dem Kanal. Und ich will das Spiel auf Profi beginnen. Wenn du ausreichend hell erscheint. Ich nehme an, das reicht schon, ne? In der Regel, bis das Bild oben ausreichend hell erscheint. Bild oben. Also das Bild, was ich jetzt sehe. Was? Egal. Natürlich bin ich dann später auch im. Ja. So, jetzt fangen wir an. Jetzt müsste vielleicht ein Intro kommen und das werde ich wahrscheinlich stumm schalten, weil Songs sind kopiergeschützt, nehme ich mal an. Mein Freund ist immer eine Stärke. Alpha ein, einer für alle. Hier haben wir einige Hauptcharaktere. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwie ein Ladebildschirm kommt. Weil es ist ja ein bisschen Open World mäßig, ne? Das ist genau wie in Final Fantasy 15 eigentlich. Okay. So. Ich halte meine Maus bereit, falls ein Song abgespielt wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Intro drin lasse wegen Kopierschutz, aber das seht ihr ja dann am Ende. So, sobald jemand anfängt zu singen, Stille. Nur damit er ist, okay? Okay. Hier sehen wir eine Welt, die wir noch nicht kennen, die aber schon in Trailern gezeigt wurde. Ist. Und das sieht aus wie der Raum. Ja. Of course I have. Mark Hamill. Spricht da Erikus? Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the Lost Masters. Who? They're the ones who started the Keyblade War. Das ist auch einer der ersten Trailer, die man gesehen hat von Kingdom Hearts 3, wenn ich mich irre. Where'd you hear about that? Meine PS4 ist so am ist so laut gerade. The war started. Ist genauso aufgeregt wie ich. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Er hat noch nicht goldene Augen. Viele wollen ja auch, dass es von diesem Schachbrett irgendwie Merchandise gibt. Kann ich verstehen. So, jetzt müsste aber ein Song kommen, oder? K
Kingdom Hearts 3. Okay, schön. Ton ist wieder an übrigens, also ja. Aber sag mir nicht, ich muss wieder eine Waffe wählen. Ja, wir befinden uns in... Oh, guckt euch mal an, wie die Säule aussieht. Es gilt, 7 Herzen zu retten. Ha, neige leicht, um zu gehen, oder stark, um zu laufen. Schalte Kamera mit R drücken, um die Kamera zu zentrieren. Ah. Oh, ich spiele endlich Kingdom Hearts 3. Oh. Ihr habt keine Ahnung, wie geil das gerade ist. Wenn ein grünes Situationskommando über den Kommandoliste erscheint, kannst du dich drücken, eine besondere Aktion auswählen. Da ist zum Beispiel, was ich nicht wusste. Situationskommandos sind wieder da. Das heißt, die Kämpfe werden awesome. Untersuchen. Außer halt wird nur außerhalb der Kämpfe sein, also. Ja. Ich glaube, die Macher sind sich irgendwie bewusst, dass viele Leute nicht viel von Kingdom Hearts wissen oder nicht so gut durchblicken. Und deswegen tun sie jetzt alle Informationen hier direkt zeigen. Wonach strebst du? Oh, ist halt wieder die Frage aus dem ersten Teil. Warte mal. Wonach strebst du? Nach die Nummer 1 zu sein? Seltene Dinge zu sehen oder Freundschaft, ne? Oh, Idle Animations. So. Weisheit, okay. Doch nicht. Vitalität. Balance. Keine Kraft. ich bin immer mit den Schwertern gegangen in Kingdom Hearts. Also, was steht hier für Angriffskraft? Also, ich nehme mal an, Vitalität? Balance, was will ich mit Balance? Vitalität, ein robuster Körper, der dich allen Gefahren trotzen lässt. Ist dies, wonach du strebst? Nee. Weisheit, ein scharfer Geist, der sich in jeder Situation Dinge klar sehen lässt. Ist dies, wonach du strebst? Kann ich überhaupt, ich kann rollen. Jawohl. Ich kann sogar Dings machen. Oh, geil. Balance, ein Körper und Geist, die ebenbürtig sind und das gleiche Potenzial haben. Das ist ehrlich gesagt schwierig gerade. Was nehme ich denn? Vitalität ist halt robuster Körper, also nehme ich mal an Abwehr. Ich glaube, ich würde Balance wählen, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung, deswegen brauche ich Balance, also komm. Körper und Geist, die ebenbürtig sind und das gleiche Potenzial haben. Dies, wonach du strebst, ich denke schon. Außerdem sind Donald und Goofy drauf, also ja. Das heißt für mich Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft ist Magie, also. Komm. War bestimmt richtig, ne? So, noch eine Wahl. Also, was ich weiß, ist, dass die Wahlen am Anfang bestimmen, was für Abilities man lernt, in welcher Reihenfolge und wie die Werte leveln. Ich war mir da noch nie so sicher. Ich habe da noch nie nachgeguckt. Also, ja, ich weiß es nicht genau, aber
Und ich weiß natürlich nicht, wie es hier in Kingdom Hearts 3 funktioniert, aber gucken wir mal. Den Wächter wählen. Die Macht des Wächters. Güte und Hilfsbereitschaft. Sie ist die Macht, die du suchst. Nee. Den Krieger, ja. Die Macht des Kriegers. Unbeugsamer Mut. Sie ist die Macht, die du suchst. Ja, Krieger. Den Magier wählen. Die Macht des Magiers. Innere Stärke. Aber wenn es genauso wie in Kingdom Hearts 1 und 2 ist, dann nehme ich mal an, egal was man wählt, am Ende hat man immer die gleichen Werte oder so. Aber ich weiß ja nicht, wie es in Kingdom Hearts 3 ist. Also das werde ich jetzt, da wird jetzt meine Frage für jeden Part sein, nehme ich mal an. Aber ja, Krieger, die Macht des Kriegers hätte ich gerne. Weil ich stehe voll auf Sachen kaputt hauen und so. Hätte vielleicht die Mitte beim letzten Hau mitnehmen sollen, aber was soll's. Ich will Balance und Krieger sein. Ist das, wer du bist? Ja. Ich bin Krieger, der nach Balance sucht. Ich brauche keine Weisheit. Ich bin Sora. Ich bin sehr weit entfernt vom Weisheit. Ah. Oh mein Gott, das sind die gleichen Animationen wie in Kingdom Hearts 1. Im Intro. Ja, ich weiß, wie die aussehen, auswendig. Das sind die gleichen Animationen. Jetzt versucht er zu schwimmen und wird weggespült. Verdammt. Ich höre die Musik kaum, ich muss mal lauter mal. Ich denke mal an Dive in Your Heart, spielt gerade im Hintergrund. Ja, ich weiß auch die Namen von einigen Songs. Hallöchen, Kampfgrundlagen. Drücke X, wenn Angriff ausgewählt ist, um einen Attack mit so einem Schlüsselschwert auszuführen. Wenn du dabei einen Treffer landest hast, kannst du die Taste weiter mal drücken. Blocken kann ich auch schon, okay. Da steht uns immer nicht blocken. Okay. Gegner anvisieren, wenn du dich Gegner annäherst, nimmt so automatisch den nächstgelegenen Gegner. Grundlegende Kampfsteuerung absolvieren. Mach mal einfach mal. Kampfgrundlagen, ich will nichts verpassen, also. Greife den Gegner an. Auf den Gegner ausgerichtet. Dann komm mal her. Aua. Kommt er. Er ist umgefallen. Will mich verarschen? Komm her. Weiß gar nicht, warum ich das mache. Aber was soll's. Na, oh, danke. Gut gemacht. Ein Kombo. Ja. Ich kann 4 Kombos machen. Normalerweise waren halt immer 3. Gegen den Talas Belohnung. Grün LP, blau MP, Taler und Items. Tutorial abgeschlossen. Und hey, guck mal, wer das ist. Den Typen, den wir 4-5 Mal in Kingdom Hearts Ouch 1 besiegt haben. Doch, ich bin betäubt. Aber jetzt hat er mehr was vom Wasser. War sehr geil. Der Herzlose beschwören, ne? Oh. Ich habe da mit dem Dings noch nicht raus hier mit denen. Wie schnell die Angriffe sind.
Was schießt der Bälle auf mich? Okay. Das ist der erste Boss, und er hat schon zwei Balken. So, komm mal her. Aber ich kann nicht mal auf seinen Arm laufen. So, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will nicht meinen allerersten Kampf hier direkt vermasseln. Wir wissen ja, wie es in Tales of Vesperia gelaufen ist, wo ich meinen Tutorial-Kampf mehr oder weniger hier vermasselt habe. So, guck mal her. Okay. Ich will seinen Kopf eigentlich anvisieren. Ach, R2 brauche ich das die ganze Zeit. L2. Warte mal, erreiche ich den von hier aus? Nee. Wir sind auf jeden Fall sehr viel langsamer so am Fallen und also was. Oh Gott, der trifft mich natürlich noch. Erste Boss macht mir ja schon zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sollte den anderen anvisieren. Oh. So, jetzt komm. Auf den Kopf. Ich bin schon lächerlich. Okay. Musst du mal ein paar Herzdosen hier beschwören, wenn ich mich wieder hochheilen kann, Mann. Ich habe so das Gefühl, gegen den werden wir noch ein paar Mal kämpfen in diesem Spiel, oder? Jetzt aber. Der hat mich schon wieder getroffen. Boom. Feuer und Wasser. Okay. Benötigst du weitere Führung? Bring mir bei, wie man kämpft. So. Wiederhole ich jetzt den Kampf oder was? Oder Kampfgrundlagen? Nein. Okay. Okay. Kann ich wenden? Ah, oh, nein. Okay, dann werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie da kommt noch mehr oder irgendwie sowas. Also so weiß ich nicht. Was ist der dritte? Da. Toll abgeschossen. Jetzt sag mir nicht, ich muss noch mal gegen den einkämpfen. Nein, alles gut. Wenn du mal etwas im Spiel nicht klar sein, kannst du im Titel spielen und Tutorials aufrufen. So. In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. Aber ich war zu doof. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his also, die Legende. Die andere Legende. Da ist die Erklärung dafür, dass wir wieder auf Level 1 sind, oder was? You must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again, a true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Four? Got it. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. Ja, mit Goofy. Goofy kann ich nichts falsch machen. Donald, weiß ich nicht. Oh,
is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go. Count on us. Okay. Also, wir müssen nicht wieder ein 1 oder 2 Stunden langes Tutorial spielen wie in Kingdom Hearts 1 und 2. Oh, das war sowas von. How are we supposed to get there now? What? I don't know. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Wir sollen einfach irgendwo hinfliegen. Would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Sorry, I got nothing. What did you expect? Ich bin ein Idiot. Weißt du was nicht? Huh? What's that? Master Yen Sid always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? May your heart be the guiding key, oder? Hat er jetzt gesagt. May my heart be my guiding key. Das ist mehr oder weniger das, irgendwie die Macht mit uns sein. Was irgendwie seid, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel wurde dieser Satz eingeführt. Ich glaube, es war kurz, ne? Olympus Coliseum, here we come. Yeah. Kein 2-Stunden-Tutorial, wir gehen sofort in die Disney-Welten. Kingdom Hearts 2.9. Was? Also nicht 3. Ein neues Abenteuer. Ich habe wortwörtlich noch nichts gemacht, aber okay. Danke. Nehme ich. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts, using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest, had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slants down from their celestial rank, and one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them atrocities that Sora and his friends had already fought and bested before. But both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Ah. Ich hab, glaube ich, noch nie einen schönen Ort gesehen, meinen ganzen Leben nicht. Himmel, Meer, wohin Herzen gehen. Was? Ist das irgendwie Dings? Twitter oder so? Ein Kingdom Hearts Style? Soll das Hashtag sein? Himmel, Meer, wohin Herzen gehen? Ja, wir sind schon da. Glaube ich. Sieht nicht aus wie das Kolosseum. Ja, wir sind ja immer noch Juniorhelden. Nope. Looks like we missed the Colosseum. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Yeah, up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds.
Cloud. Ja, ne? Kommen wir überhaupt Final Fantasy Charakter in diesem Spiel vor? Davon hat man irgendwie noch nichts gesehen. Noch keinen einzigen, also. Lauf den Berg hoch. Gibt es irgendwo einen Speicherpunkt? Weil ich würde dann doch hier gern. Ich würde mal gerne so einen Schnitt machen, weil es wird schon ein bisschen lang. Ja, hi. Ah, endlich. Da sind Herzlose. Du weißt, was das bedeutet. Müssen wir in deines Abenteuers eine Reihe unterschiedliche Magiearten erlernen, um sie zu benutzen? Wähle Steuerkreuz Kommandomenü Magie aus, triff eine Auswahl in der Liste und entscheide und drücke X. Eines von Magie verbraucht die Energie deiner MP-Leiste. Wenn die Leiste aufgebaut ist, lädt sie sich automatisch nach und nach wieder auf. Du kannst es wegen von Magie beschleunigen, indem du in Einstellungsmenü einzelne Zauberkursbefehle zuweist. Ich hätte vielleicht mal das Menü aufrufen sollen, aber okay. Ich kann schießen. Wasser. Ich sehe schon bekannte Items. Hey, euch Gegner kenne ich übrigens nicht. Ihr seid neu. So, Donald, lebst du noch? Ich frag nur, weil das ist so eine Sache, die passiert halt in diesen Spielen. Donald verreckt. Donald kann schon Donner, merke ich gerade. Angriff und Abwehr gestiegen. Ja, gut. Ah, gut gemacht, Donald. Was haben wir gefunden? Einsetzen und ausrüsten. So, ah, cool. Was haben wir denn alles? Wir haben Sora. Wir können mehrere Waffen ausrüsten anscheinend. Hey, hey, hey. Charmeur, was? Also Waffen haben auch wieder Abilities, cool. So, ich hätte, wie kann ich denen die Items abnehmen? Boom. Aber ich weiß doch genau, wie das läuft. Da er hat schon einen benutzt, außer er hatte nur zwei. So, Regel Nummer 1, nehmt immer den anderen Charakteren die Items ab, weil die ballern die so schnell weg, da könnt ihr ja gar nicht gucken. So, wir haben schon eine Menge Sachen. Null Erfahrungspunkte. Das wäre gut, wenn ich offscreen irgendwie trainieren will. Halte durch das Besiegen von Gegnern keine EP mehr. Okay. Ich werde da andermal erstmal reingucken. So. Wo stehen denn die maximalen AP? Der kostet ein AP. Ach, da rechts, okay. So, Items haben wir. Schmiedematerial, genau. Einstellungen. Magie, Wasser, Feuer. Ja, ich würde das mal gerne hier. Feuer und Wasser. Bis ich irgendwann mal. Oh, ich kann mehrere Sets. Geil. Konfiguration, Kampfgrundlagen, okay. Weiter geht's. Parkour. Wenn du mit bewegst, klettert so automatisch kleinere Kanten und springt über uneben Stellen. Du musst solche Sprünge nicht selbst ausführen. Du bist einer Sackgasse gelandet, nicht verzagen. So kann Wände hochlaufen, die leicht erhellt sind. Sieh dich gut um, solche Stellen auszumachen. Okay. Ich meine, das hat er auch in anderen Spielen schon gemacht, in Kämpfen. Also, warum nicht auch hier im Menü, ne? So, ich will erstmal da auch. Obwohl, hier sieht nicht so hoch aus. Also, Zeus, die drei sind jetzt so. Wer ist dieser alte Knacker? Okay, vielleicht will ich doch erstmal da auch. Sieht irgendwie, aber ich kann das schon links. War cool. So, sind die beiden auch? Nee. Dachte, die würden Schatzruhe. Ich dachte, die würden mehr hinterher rennen. Hätte ich gerne gesehen, irgendwie.
Okay, ich will natürlich versuchen, ins Feuer zu springen. Heißt so Open World, das ist irgendwie so ungewohnt. Ich bin immer so kleinere Gebiete, oh Gott, gewöhnt. Habt ihr das gesehen? Nehme ich überhaupt auf HP, ne? Sieht aus wie HP. Da, wo ist Jiminy eigentlich? Ist Jiminy eigentlich noch mit uns? Vielleicht werde ich auch zwischendurch irgendwie einen Schnitt machen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich tue erst mal eine Stunde aufnehmen und dann sehen wir mal. Mein Internet ist weg, merke ich gerade. Warum? I think we might be going in circles. Did I make a turn at the wrong rock? Hey, Hercules! Where are you? Die drei sind so hoffnungslos, ne? Ich liebe die, diese drei, aber sind solche Idioten. Olymp. Wir sind auf dem Olymp. Und da kommt irgendwas drunter geschossen. All right. I know I dotted my I's, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that Yutz's name? Really? Hades? It's just you. It's just us? Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that stone? You know, never mind. Never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again? Of course he is. You bet! Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Poor Hades. He thinks he can actually pull it off this time. Ist ja nur ein Gott, ne? Titans, show me your power! Alright. Ihr müsst mal auf Donald achten, in jede Cutscene. Das mache ich jetzt immer, wenn ich Kingdom Hearts 1 und 2 spiele. Das ist so geil. Er macht so bescheuerte Sachen. Super. That's what I'm sailing. Sag mir nicht, wir müssen den ganzen Berg wieder hochklettern. Sailing right to where I left. No biggie. Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coup thing. Really? Are you kidding? Jeez Louise. Seriously, when it rains, it pours. Okay, who's the new pest? Hey now, that ain't no way to say hello, especially to your old friends. Ja, die Typen waren auch mal Bedrohungen. Stimmt. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo, exits that away. Hey, it was great seeing ya. Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh?
Black box, black box, black box. Wait, don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Ja, das ist ja so ein großes Mysterium, ne? Diese schwarze Kiste oder Truhe, die man in Dings gesehen hat, hier in, boah, Chi, mein Gott, diesen Film. Und ja, was da drin ist, das fragt sich ja das gesamte Internet. Oh, ist das, boah, Themen, Themen oder irgendwie so, diese Stadt. Wo ist Donald? See, found him. Yeah, I guess this counts. Put me down. Just a second. Donald. Sehr gut. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks. Like the catch. Yeah, thanks, Herc. Ja, bis auf Donald. But what's going on? Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the Styx. That's our Herc. Okay. Ach, guck mal, was wir da haben. Speicherpunkte. Die leuchtenden Stellen auf dem Boden sind Speicherpunkte. Du kannst eine LP reagieren, kannst du spezielle Menü öffnen. Spielfortschritt speichern. Mogeläden, Läden, Lädchen, wollte ich jetzt sagen. So, gucken wir mal rein. Und Herkules ist in unserer Truppe. Cool. Themen, sag ich doch. Muss mal hier vorbeischauen erstmal. So, wir können noch nichts kaufen, weil wir voll arm sind. 91 Taler. Schmieden. Wenn du in Mogeladen bist, vergiss dich in der Schmiede vorbeizuschauen, wo du auf den Reisen eingesammelte Schmiedematerialien dazu benutzen kannst, neue Items herzustellen. Wenn du in der Schmiede einen Besuch abschaltest, übergibst du Mogis automatisch alle eingesammelten Schmiedematerialien. Aber ich von den Materialien, haben sie auch bestimmte Belohnungen für dich bereit. Jo, die gibt dir das Item. Äther. Ja, ich kann noch nicht viel. Fertigkeitsring plus irgendwie und das AP maximum ein wenig. Feuer, Blitz und Eis, okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich speichere hier, ne? Oh cool. Dann speichern wir mal hier und dann sagen, ich mache dann auch einen Schnipp. Ich werde einen Schnitt und werde diesen Part in zwei Parts einteilen und ja, in der nächsten Folge sehen wir dann weiter, wie es hier geht. In Kingdom Hearts 3. Ich bin so was von gespannt. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde ich mich sehr freuen und ja, ciao.